meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte heute mit euch einen coolen Half Cup machen. Ich habe mir dazu schon ein paar coole Weltraumfarben rausgesucht für euch. Und zwar, ich habe in einem meiner vorigen Videos schon gesagt, ich teste gerade ein paar Chamäleonfarben. Die versprechen, im Licht zu schimmern. Bislang muss ich wirklich sagen, ich habe gute Erfahrungen mit diesen Farben und der Marke gemacht. Allerdings verlinke ich es euch noch nicht. Ich möchte wirklich noch ein bisschen weiter testen, wirklich um zu schauen, ob die tatsächlich approved sind. Und wenn dem so ist, dann kriegt ihr natürlich auch die Empfehlung von mir. Also, wir malen Puren heute mit Aquablow. Dunkelblau, Violett, Pink und Orange. Und jetzt reden wir gar nicht mehr lange um den heißen Brei, sondern legen direkt los. Ich habe hier meinen Half Cup und ich starte mit ein bisschen schwarzer Base. Einfach in die Mitte. Reicht uns schon. Also, in die Mitte setzen wir unseren Cup und dann können wir eigentlich auch schon beginnen, unsere Farben zu leeren. Also, ich starte mit diesem wunderschönen Blau. Dieses wunderschöne So, ihr Lieben, lasst uns mal gucken, was sich darunter verbirgt, würde ich sagen. Vielleicht nehme ich heute sogar mal die Heatgun, bevor wir das ausstretchen, ein bisschen. Ja, man kann schon ganz gut erkennen, es kommen ein paar Zellen. Geben wir dem Ganzen einen kleinen Spin.
Wir möchten uns natürlich so viele der schönen Farben erhalten. Ah, sie kommen aber schön durch. So, wir helfen unseren Ecken ein bisschen, dass sie sich wirklich schön ausdehnen können. Meine Lieben, dann sind wir heute auch schon wieder am Ende des Videos. Es hat sich echt gut angefühlt, mal einer neuen Marke und auch neuen Farben mal eine Chance zu geben. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich begeistert. Also wie vorhin gesagt, die Farben schimmern je nach Blickwinkel oder je nach Lichteinfall immer in einer ganz anderen Farbe und das ist sehr spannend. Auch mit den Zellen, habt ihr gesehen, war es heute kein Problem. Ich werde die Farben noch ein bisschen länger austesten und euch dann einen Langzeitbericht geben. Allerdings muss ich sagen, für heute bin ich sehr zufrieden. Und wenn euch das Bild und das Video genauso gut gefallen hat wie mir, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommis. Mehr Videos von mir verlinke ich euch gerne hier oben. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.